Also mal gucken, das kann ich jetzt hier alles einstellen. Also das können wir schon im Menü Dojo. In Dojo können die folgenden Aktionen vorgenommen werden. Generalstraining, neue Fähigkeiten, verbesserte Werte, Rüstung ändern, also Waffen und so einstellen, Reittiere, okay. Charakter einfach zerstört an, weiß ich gut, okay. Ich kette Werbung, was könnte man sagen? Im Kämpfen in der Fähigkeitszone können eingesetzt werden, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Manche können nur unter bestimmten Bedingungen erworben werden, andere stoppen ihre Wirkung unter bestimmten Bedingungen. Fand man dann, okay. Werben. Panels mit Schlüsselsymbol können erworben werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Große Panels haben eine Doppelwirkung, wenn eine bestimmte Fähigkeit erworben wird. Okay, 10 Fähigkeitspunkte erhalten, wenn sie den Fähigkeitspunkt ändern. Okay. 15, ja. Schenkt und Zen sind sichert Schaden durch Angriffe. Ich glaube, Geschwindigkeit ist nicht schlecht. In der Demo war ich immer recht langsam. So. Auf Stufe 10 oder höher. Okay, das habe ich jetzt ja noch nicht. Gut. Zurück Training. Was können wir hier machen? Im Kampf verdiente Vorrats-XP können den Verteidigungsschutz erhöhen, ja, die Wertung des Summe hat sie gezählt. Okay. Oh, ich könnte schon so weit auf. Okay. Angriff freigeschaltet, ja gut. Ding freigeschaltet. Okay, jetzt kann ich hier mehr kaufen, okay. Was du Leistung meinst, das ist immer nie schlecht. Also, ich hab die. Lastigen Punkte lasse ich hier mal. Waffenmeisterung erhöhen. Gegner verdienen die Vorratswaffenmeisterung können unter Charakteren verteilt werden, um ihren Waffenmeisterungsrang anzuheben. Mit steigendem Waffenmeisterungsrang können stärkere Waffen ausgerüstet werden. Okay. Okay. Ich sag doch, hä, kann ich das jetzt machen? Ah, die Geschichte darum, weil ich das Dutsche noch verbessern muss, ne? So, jetzt marsch. Soll ich die? Ich spiele die einfach noch mal die Mission. Ich glaube, das ist am besten. So, Überfall auf die Imagawa. Der Imagawa-Clan aus Suruga transportiert eine geistlose Mikawa. Überfalle die Truppen und jage ihn Iyasu ab.
So. Von mal geschwind Werbung machen. So. Ich kann Kostüm sogar ändern. Ja, moin. Ah, ich lasse mal Standardkostüm. Ausrüstung. Okay, da muss ich wirklich das Dojo verbessern. Das dauert noch. Nicht drum besiegen. Das sind noch welche. Stocker zu besiegen. Ist weg.
Okay, das ist doch die gleiche Animation. Ich dachte, wenn man zwei Muskel lösen hat, dass das dann ein bisschen anders ist. Naja, dem war nicht so. Frage ich gerade, was ich für eine Schwierigkeit eingestellt habe. Hab ich auf leicht gestellt oder auf normal? Ich muss gleich auf jeden Fall auf normal stellen, falls es nicht war. Sieg auf ganzer Linie.
So. Keine Fähigkeit zu wählen, schade. So, soll ich hier machen? Einstellungen. Erstmal speichern. Sound, nee. Steuerung, Gameplay. Muss, glaube ich, hier bei den Einstellungen machen. Grafik, ja. Es gibt leider keinen. Also leider gibt es keinen Fenstervollbildmodus. Das ist zu blöd. Naja. Dann muss das ohne gehen. Marsch. Griff auf Mino.
könnte ich auch Training machen. Okay, da. Das Dojo könnte ich ja immer noch nicht aufwerten. Durch den Tarngriff hat Geschwindigkeit, ist immer gut. Verteidigung, ja.
Bogenschützen nerven zu in dem Game. Angriff erworben. XXX, YY und XXX, XY, okay. Na dann. Ich mal tasten. Oh, das sieht cool aus. XXXXY. Oh, jetzt war dieses scheiß Anzeige im Weg. XXXXY. Oh. Oha, das soll doch die wegschieben. Sehr gut. Die Schildträger.
Was? Nur eine A? Bewertung bei Konto. Bei Combo. Was soll das? Zitadellenmodus, da kann ich den überhaupt schon spielen? Achso, ich muss Kapitel 1 erst komplett abschließen, okay. Ja, das dauerte noch. Ah ja, aber auf einfach geschillt. Na ja, gut, dann muss ich jetzt auf normal. So, Ofuhr auf Berg Inaba. Nobunaga ist in Gefahr, Opfer eines Attentats zu werden. Tu dich mit Mitsuhide zusammen, zur für seine Sicherheit. Okay. Ha
Combo-Bonus. Eine hohe Combo-Zählung verbessert die Werte deines Charakters und füllt die Kampfgeistleiste schneller auf. Schlag ohne Unterbrechung in Zerwellen und Feinden zurück, um das Schlachtenglück zu deinen Gunsten zu wenden. Ich würde zehn Schützenangriffen. Pfandoffiziere werden manchmal Kraft sammeln, um einen Schützenangriff vorzubereiten. Du brichst diesen Vorgang mit einem starken Angriff, zum Beispiel einer ultimativen Fähigkeit oder einem Musu-Angriff. Führe deinen Angriff aus, wenn der Gegner Kraft gesammelt hat und im Begriff ist zuzuschlagen. Du kannst auch versuchen, dich aus Reichweite des Angriffs zu begeben. Okay. Quasi wie ein Musu-Angriff von ihm. Ähnlichen Angriff gab es auch schon in Thaisuras 8 genommen. Die Tür ist offen. Hier geht's auch lang. Ne, hier geht's nicht lang. Der Attentäter. Nein, fick mit euch. Hier müssen wir lang. Oh, der Geheimtür. Hätte das gedacht?
feuchte Hauptmann. Touristin auf der Karte mit einem gelben Kreuz markiert, um sie zu öffnen, muss der feuchte Hauptmann besiegt werden. Er ist nur vor oder hinter dem Tor zu finden. Also konsultiere deine Karte und stelle ihn zum Kampf. Okay. Da ist er wieder. Der Hanbei. Tausend Kills, nice.
Jetzt bin ich. Aber ich. Jetzt habe ich die Waffenmeisterung C. Erde. Was macht Erde? Gibt's irgendeine Info? Nee. Blitzurteil. Du schaust nach vorne, schickst und groß auf zu. Tiefgehende Pferde. Ich auch um. Das ist irgendwas jetzt aus. Okay. Schwerträger, Schild, Soldat, Wache, Bogenschütze, Musketier. Terrorist, Kanonier, Reiter, Ninja. Brandmeister, Pionier, Kriegsmönch. Onmyoji. Wie auch immer. Okay. Ich hab den Fanfix zu ziehen, Schaden zu machen. Jetzt. Du hast den Schmied freigeschaltet. Dort kannst du deine Waffen verbessern, Schmiede, eine Schöpferwaffe. Sehr gut. Schmied. Beim Schmied können die folgenden Aktionen vorgenommen werden: Waffen verbessern, verbinde Fähigkeiten mit deinen Waffen und verbessere die Fähigkeiten. Waffe zerlegen, entferne Fähigkeiten von Waffen. Waffe erstellen. Baue aus einer alten Waffe eine neue. Verbessere die Schmiedes und die Waffen. Herstellung freizuschalten. Lass deine Schaltschneideangriff mal 1 und 500 Gold erhalten. Verbessere deine Waffe. Mit die Waffen verbessern. Kampfverbreitete Fähigkeit zu wählen, dient dazu, Fähigkeiten an Waffen einzubringen. Es können neue Fähigkeiten angebracht oder bestehende aufgewertet werden. Menü Waffen verbessern. Fähigkeit zu wählen, können im Menü Waffen zerlegen entfernt werden. Waffen verbessern. Mit Anbringen oder Fördern von Fähigkeiten kann der Waffenrang gesteigert werden. Wenn der Waffenrang höher ist als die Waffenmeisterung des Charakters, kann die Waffe nicht angelegt werden. Steigere die Waffenmeisterung des Charakters, indem du eine entsprechende Waffe ausrüstest und im Kampf benutzt oder setze vor dem Kampf Vorratswaffenmeisterung ein. Dies ist im Dojo unter Ausrüstung dir möglich. Erhöhe die Gebäudestufe des Dojo, um den Waffenmeisterungsrang der Tiere noch weiter steigern zu können. Okay. Gleich mit die hier nehmen.
Koffizier freigeschaltet. Ah. Koffiziermodus. Der Koffiziermodus 2 Spielmodus ist offline online verfügbar. Offline kann er das Szenario auswählen. Startet werden online in der Heimatburg. Bestimmte Szenarien im Usumodus können nicht mit einem Koffizier gestellt werden. Okay. Schlacht um die Muraki-Garnison. Nobunaga benötigt bei der Muraki-Garnison die Hilfe der Truppen von Dosan Saito, um seinen engsten Feind zu besiegen, Yoshimoto Imagawa. Charakterauswahl 2. In bestimmten Kämpfen muss zum Modus können zwei Charaktere gesteuert werden. Man zwei Charaktere wechseln, um zwischen ihnen hin und her zu schalten. Mit einem Wechsel zum richtigen Zeitpunkt kannst du das Schlachtenglück zu deinen Gunsten wechseln.
Sieht nach einer großen Schlacht voll aus. Das ist, Störung hier, Störung. Charakter wechseln. Auf Select, okay.
Oha. Das ist schon ein cooler Angriff.
bisschen Material nochmal. Materialien. Ach, wahrscheinlich muss man mit den, muss, braucht man die auch, um die Gebäude zu bauen. Moin, Sky Minamoto. Minato. Sky Minato, genau. Moin. Da hätte ich doch noch in die Mitte rennen müssen, ne? Und wahrscheinlich wäre eine von diesen Aufgaben gewesen, Yoshimoto zu besiegen. Naja. Lieber erstmal nicht, man weiß ja nicht, vielleicht ist es ja so ein Lubu-Typ. Waffenarten. Du hast einen neuen Waffentyp erhalten. Die Angriffe deines Charakters hängen von der angelegten Waffe ab. Probiere verschiedene Waffen aus und steigere deine Meisterung für jeden Waffentyp, um die Werte des Charakters noch etwas zu verbessern. Jeder Charakter hat eine bevorzugte Waffe, welche Auswirkungen auf bestimmte Powerangriffe hat und den Erwerb von Waffenmeisterung erleichtert. Welche Waffe bevorzugt ist, ist an der Farbe des Waffensymbols zu erkennen.
Im Laden einkaufen. Im Laden können die folgende Aktion vorgenommen werden: Accessoires kaufen, kaufe Waffen, Fähigkeit zu wählen, Gegenstände zum Gebrauch im Kampf, Schriftrollen, Materialien kaufen, eine Bib Regal der Kriegsführung, strategische Leitfäden und Materialien. Fähigkeit zu wählen, verkaufen, verkaufe deine Fähigkeit zu wählen. Okay, Materialien verkaufen. Ritterschacht, was du in des Ladens erneuert. Erschreckender Gewaltschub für Rücker setzt sich die Auswahl und seltene Artikel werden häufiger aufgefüllt. Okay. Der Gegenstand kann einmal pro Kampf eingesetzt werden, aber nicht dort verbraucht die nächsten Kapitel zur Verfügung. Geht das gut? Materialien kaufen. Ach nee. Das brauche ich nicht. So, Schlacht am Nagara-Fluss. Ihr steht halt zu Saito, hat eine Rebellion gegen seinen Vater angestiftet. Überquere den Nagara-Fluss und rette Dosan.
Guten Morgen, Nicole. Ich meine, Stream, der nicht mit in der Nacht ist. Ja, okay. Der Leistung im Vergleich zum Spiel, okay. Dann mache ich mich ein bisschen lauter. Bin gleich wieder da, bin das aufgestanden, alles klar. So, ich bin ein bisschen zu leise. Da muss ich mal spielen, ein bisschen leiser. Also, ich hoffe, jetzt bin ich ein bisschen lauter. In anderen Kostüm spielen. Das ist nicht ganz. Das weiße Kostüm finde ich ganz so sch schlecht. Es hat was. Nicht das mal. Ausrüstung. Ultimative Fähigkeit, schön, die kann ich jetzt auch einsetzen. Blitzurteil. Selbstverteidigung finde ich eigentlich immer ziemlich belanglos. Ich muss sagen, bisher Gewalt. Nicht mehr mit rein. Okay. Okay, die gegnerischen Soldaten sehen cool aus mit dem Schwarz. Okay, die beiden nächsten Gegner muss ich besiegen.
Den einen haben wir schon. Geht mir auf die Nerven, Bogenschießer. Ach, hier geht's zu lang. Ja, moin. Es kommt eine zweite Armee da dazu. Jetzt muss ich auch noch gegen die Imagawas kämpfen. Zielinfo. Siegesbedingungen. Ach, wir müssen den Rückzugspunkt erreichen. Wann ziehen wir uns zurück? Ich dachte, wir kämpfen jetzt alle. Naja. Ich kann es als Mitsuhita Kichi spielen, okay. Katzen sind gefüttert, ja, das ist gut. Was gab's denn Leckeres? Trockenfutter oder Nassfutter?
du Scheiße, kommen gerade so viele Sachen rein in der Mission. Okay, Katana. Ja, der kämpft mit dem Katana, ich weiß. Beides, Nassfutter extra, aber Trockenfutter haben die immer. Ah ja. Trockenfutter ist ja am gesündesten für Katzen, ne? So manchmal gehört zu haben. Kommt immer auf das Tier an. Manche vertragen halt kein Getreide und müssen spezielles Trockenfutter haben. Ah, okay. Die können also auch allergisch auf Getreide reagieren. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Aber dafür hat man dich ja, ne? Wechseln wir mal wieder. Befehl ändern. Ach, hier hinter mir. Genau, Unverträglichkeiten sind häufiger als man denkt. Die meisten merken das bloß nicht. Ah. Und ich dachte immer so Katzen wären eigentlich so einfache Haustiere, sagen wir es mal so. Ah nein, der Controller, nein! Was ist jetzt wieder passiert? Verdammt! Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Die werden das wohl auch überleben, nur halt würde es ihnen besser tun, wenn sie das richtige Futter bekommen. Ah, okay. Na.
Da ist noch ein Offizier. Okay, das sind sogar alle schon gewesen. Dann ist noch einer. Wenn's wieder weg, Papa und ich wollen einkaufen, war nett, dein Zimmer wieder euch zu haben. Haha. Alles klar, viel Spaß beim Einkaufen, ne? Mach dir einen schönen Tag. Oh Gott, Alter, ist das stark. Junge! Macht der viel Damage? Viel ändern. Nee, du. Greifst ja das Szene an.
So, ich mache mal eine kurze Pause. Danke, Minato, aber das war eher eine Pinkelpause. Stelle freigeschaltet. Stelle entstellen können, die fangen zu kaufen. Ah, die haben auch Fähigkeiten, okay. Die haben auch Stufen. Okay. Fuchssteinhof. Okay. Okay, Zitadelle-Modus. Ich hab's auch freigeschalten. Fähigkeitenübungen. Ich glaube, Stufe 10 ist die Hauptstufe, ne? Okay. Weiß auch nicht, was ich jetzt aufgewertet habe. Reiteübungen. Ach, hier tut man die aufstufen. Ah, jetzt. Jetzt check ich's.
Okay, können ganzen Sachen da lesen, ne? Okay, aber man muss, zum Beispiel bei dem hier muss man die, glaube ich, dann gesehen haben, ne? Mal alle noch mal angucken. Ich hab's gerade freigeschaltet, na dann. Zitadellenmodus. Da gibt's auch Events. Okay. Komm zurück. Ah, du sagst immer hier rückkommen im Zitadellenmodus. Zitadellenmodus wählst du einen freien Modus verfügbaren Charakter und verteidigt dich zu schönen Orte gegen entfernte vernichtende Schriften. Auf jeden Fall kannst du Materialien erbeuten, um die Gebäude in irgendeinem Punkt zu verbessern. Okay, mit dem Gebäude.
Geschafft. XP im Zentral-Zitadel-Modus, dann lässt den Kampf werden mit einem bewertet. Plus Bonus für die volle Verteidigung der Masse und bleibende Zeit, die ihr dann rein ist, besser von die Bildung hinaus. Ah. Das bringt noch Gold. Das ist total dumm, wie ich das machen würde. Ich habe zu wenig Geld jetzt.
Braucht halt echt viele Punkte, ja. Okay. Ja, aber ich bin jetzt gleich fertig hier. Ich speichere ich noch. Spaß gemacht, so die ersten paar Level spielen und auch mal den Citadel-Modus auszuprobieren. Aber jetzt bin ich erstmal fertig. So langsam werde ich wahrscheinlich auch, mir Mittagessen machen, ne? Ich danke allen, die mir zugesehen haben. Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Und schaltet ruhig beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich die Story weiterspiele, ne? Ciao!